Horrorspiele sind derzeit groß im Kommen. Sei es der Indie-Hit Outlast aus dem letzten Jahr, das kürzlich angekündigte PT, welches Silent Hills anteaserte, oder die Rückkehr von Capcoms Resident Evil-Reihe mit dem Zusatz Revelations zu den Ursprüngen der Serie. Die Angstmacher stehen derzeit hoch im Kurs. Da kommt es mehr als nur gelegen, dass sich der Resident Evil-Schöpfer einem neuen Horrorspiel widmete, das die Spieler wieder so richtig schocken soll. Dabei herauskam The Evil Within. Ob das Spiel nun aber hält, was es verspricht, erfahrt ihr jetzt. Ihr schlüpft in die Rolle von Detektiv Sebastian Castellanos, der auf Streife zu einem weiteren, vermeintlich einfachen Fall geschickt wird. Gemeinsam mit Joseph Oder und Julie Kidman wird er in der Nervenklinik von New York allerdings mit seinen schlimmsten Albträumen konfrontiert. Nach der halbstündigen Einführung, die euch die Steuerung und das Gameplay näher bringt und Atmosphäre aufbaut, seid ihr so schlau wie zuvor. Denn wirklich begreifbar, was gerade geschehen ist, ist das Ganze bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nach jedem abwechslungsreichen Kapitel bekommt ihr zwar nur ein Storyhäppchen serviert, was aber auch einen gewissen Reiz an dem mit Informationen geizenden The Evil Within ausmacht. Deshalb seid ihr, um vollends die Storyline nachvollziehen zu können, abseits der Story auf sammelbare Inhalte in den 15 Kapiteln angewiesen. Ansonsten kann es euch auch nach dem Durchspielen passieren, dass viele Fragen ungeklärt bleiben. Das Gameplay von The Evil Within ist schnell erklärt. Es spielt sich wie ein von The Last of Us inspiriertes Resident Evil mit einem Hauch Outlast. Und das funktioniert tadellos. Ihr schleicht euch an Zombies vorbei, zumindest an denen, die ihr umgehen könnt, welche außerdem zahlreicher auftreten, als ihr auf den ersten Blick vielleicht vermuten würdet. Und des Weiteren lenkt ihr sie mit Flaschen ab, versteckt euch unterdessen in Spins, Schränken und Unterbetten oder ballert euch wie wild durch die Zombie-Mutanten. Letzteres solltet ihr euch aber gut überlegen, denn bereits ab dem zweiten Schwierigkeitsgrad stellt sich das als echte Herausforderung dar. Denn erfreulicherweise verhalten sich die hirnfressenden Kontrahenten nicht nur ausgesprochen intelligent, sondern sind mitunter auch noch flink unterwegs. Das Totschlagargument für das lautlose Ausschalten eures Gegners ist jedoch die spärlich auffindbare Munition. Da schmerzt wirklich jeder Fehlschuss. Liegen Zombies auf dem Boden und sind noch nicht vernichtet, solltet ihr unbedingt Gebrauch von Streichhölzern machen, die einen sofortigen Tod herbeiführen. Die aufsammelbaren Fackeln haben denselben Effekt wie auch die kleinen Äxte. Die beiden letzteren befinden sich aber zumeist in den Händen der Untoten, weshalb ihr diesen diese Gegenstände wohl oder übel mit roher Gewalt entreißen müsst. Rätsel gibt es natürlich auch, diese sind jedoch sehr einfach zu durchschauen und bedürfen keiner Gehirnakrobatik. Seltene Ausnahmen bestätigen die Regel. Ihr sammelt unterwegs allerlei Waffen auf, die euch den Kampf gegen die Untoten um einiges erleichtern. Für die Armbrust könnt ihr euch sogar Munition selber basteln. Wie das geht? Ihr entschärft dafür Stolperdrähte, Minen oder auch Annäherungssprengsätze an den Wänden und fügt diese auf Knopfdruck im Menü zu Bolzen zusammen. Oder aber ihr findet herumliegende Bauteile in den Leveln. Generell solltet ihr euch gut in den Arealen von The Evil Within umsehen. Das kann zum einen einen Munitionsvorteil haben und euch zum anderen mit vielerlei nützlichen Gadgets zur Zombie-Beseitigung unterstützen. Doch auch eine andere Rollenspielanleihe hat, ganz Bethesda-typisch, ihren Weg in Shinji Mikamis neuestes Machwerk gefunden. So könnt ihr in besagter Nervenheilanstalt mit dem grünen Gel, welches ihr auf euren Abenteuern findet, eure Tasche, Waffen und Fähigkeiten aufwerten. Das vom Entwicklerteam ungewohnt eingeschränkte Sichtfeld, nämlich ein 21:9 Format, trägt einen weiteren positiven Aspekt zur Atmosphäre bei, wenn man sich denn darauf einlässt, generell weniger von der Umgebung und den Gegnern zu sehen. The Evil Within flimmerte ursprünglich mit nativen 900 Pixeln und 30 Bildern in der Sekunde über den Bildschirm. Mit dem Patch 1.01 könnt ihr das Spiel nun aber auch auf der von uns getesteten PS4-Version in 1080 Pixeln erleben. Auf dem PC sind sogar 60 Bilder die Sekunde möglich. Mögliche Bildrateneinbrüche waren im Test nur 3 bis 4 Mal spürbar, das allerdings nur von kurzer Dauer. Die größte technische Stärke ist die Lichtstimmung. Dadurch, dass Schatten live errechnet werden, wird eine unglaublich dichte Atmosphäre erzeugt. Lichtquellen reagieren auf Objekte und Gegner sowie auf die vom Protagonisten mitgeführte Lichtquelle.
Die Animationen sind allesamt geschmeidig mit anzusehen. Lediglich eure hirnlosen Widersacher hampeln manchmal etwas herum und verfangen sich kurzzeitig an Zäunen oder Stacheln. Shinji Mikamis Werk wurde akustisch von Masafumi Takada untermalt. Für all diejenigen von euch, denen der Name nicht sagt, Takada ist unter anderem für den Soundtrack von Flower und Super Smash Bros. Brawl sowie Super Smash Bros. 4 verantwortlich. Umgebungsgeräusche untermalen gekonnt die düsteren Schauplätze, genauso wie die gelungenen akustischen Schocker. Die Kritikpunkte vieler Spieler sind in unseren Augen nicht so ganz nachvollziehbar. Der Patch trägt positiv zur Performance bei, besonders auf den Next-Gen-Konsolen. Doch bei unserem Test konnten wir keinen merklichen Unterschied ausmachen. Vor und nach dem Patch lief es auch schon meist ruckelfrei. Auch die ungewöhnliche Ansicht ist Eingewöhnungssache, kann aber verständlicherweise nicht jedem zusagen. Uns hat sie jedenfalls nicht gestört. Sie trug sogar zu einer noch beklemmenderen Atmosphäre bei durch das eingeschränkte Sichtfeld. Abseits davon ist das Spiel jedoch das erwartete Survival-Horror-Fest geworden. Die Synthese dreier enorm erfolgreicher Spielemarken tat Mikamis Neuschöpfung gut. Es ist zwar nichts großartig Neues außer der verworrenen Geschichte zu erwarten, aber zumindest das Schleichen und Ablenken ist neu in das Horrorgenre integriert worden. Wir würden The Evil Within als modernes, weiterentwickeltes Resident Evil bezeichnen, das sich gerade alte Spiele zum Vorbild nimmt und dadurch etwas altbacken daherkommt. Ob ihr das nun aber für gut oder schlecht befindet, bleibt euch überlassen. Get ready. Abonnieren, Bro.